Wie werden eigentlich Zuckerln hergestellt? Chris Meyer zeigt in seiner Zuckerlwerkstatt, wie es zumindest früher gemacht wurde, nämlich aus von Hand gezogenen Zuckersträngen. Brian, servus. Hallo Christian, servus. Wahnsinn. Cool. Ihr macht's da Zuckerln, ja. Und zwar mit die Hände. Wie vor 150 Jahren. Fantastisch, großartig. Ja, magst du in einer kommen, schau. Ich hab da schon was mitgebracht zum Arbeiten. Na okay, dass du nicht dann mache ich, mach ich halt einmal Zuckerln. Ja. Komm einer. Also Florian, was wir da heute machen werden, sind zwischen 6.000 und 7.000 kleine Zuckerl, die so ausschauen, als ob man Grapefruit nimmt, in der Hälfte auseinanderschneidet und dann in die Grapefruit so reinschaut. Das heißt, mit den ganzen Dreiecke, mit dazwischen die ganzen weißen Füller, die was in der Zitrusfrucht so ein bisschen bitter schmecken. Und wir bauen das ja alles zuerst in riesengroß. Das heißt, wir machen zuerst einmal ein Zuckerl, das hat 13 Kilo. Das ist so groß. Okay. Und dann aus dem großen Zuckerl ziehen wir quasi, das sind 70, 80 Meter Länge, und machen dann 6.000 bis 7.000 Zuckerl mit einem 13 mm Durchmesser, wo, egal wo man es auseinanderschneidet, immer das gleiche Motiv drinnen ist. Okay, und das Sicherheit, wie das geht? Du machst sogar mit. Schau her, und da wird unser Zucker gekocht. Also so wirklich gekocht und wirklich in einen Topf? Wir machen alles von ganz vorn quasi. Wir kriegen den Wiener Kristallzucker da angeliefert und verarbeiten den quasi von ganz vorn weg. Es ist nicht einmal ein Thermometer drin, das heißt, wir riechen und sehen das, wenn der Zucker fertig ist. Lässig. Und brennheiß. So, jetzt ist er fertig geworden, jetzt werden wir ihn nehmen und Zuckerl machen damit. Okay. Wahnsinn, bitte. Wir touchen quasi alle Sinne an mit unserem Handwerk. Ist das arg. Ich meine, das ist schon ein ganz einzigartiges Fließverhalten, oder? Also ich kenne nichts auf der Welt, das so eine Konsistenz wie Zucker hat. Und jetzt geben wir die ganzen Pflanzenextrakte dazu zum Färben. Das heißt, das ist ja bei uns so, dass wir ausschließlich mit natürlichen Sachen färben. Das heißt, da haben wir zum Beispiel einen Färberdistel-Extrakt. Ja, Färberdistel-Extrakt. Ja, mit dem machen wir es gelb. Schauen wir, was die Katrin da macht. Ach so, das ist jetzt wie auf der Palette vom Maler. Genau. Und du schaust, dass das einmal das oberflächlich verteilst. Siehst du, wie das noch kocht? Also, das siehst wirklich, wie das Blasen aufwirft, wenn du das reingibst. Das ist, weil der Zucker einfach noch so dermaßen brennheiß ist. Ja, das ist jetzt ein ganz gefährliches, komisches Gefühl. Da sind wir jetzt schon so kühl, dass man den Zucker schon angreifen kann. Aha. Ich meine, das ist ja völlig arg. Jetzt wird das auf einmal zu so einem Schwartel. Voll, schau, das ist weit weg vom Bicken. Also das ist halt, kriegt eine komplett andere Konsistenz. Schau, jetzt schneiden wir uns da mal das Rot raus. Bitte! Wahnsinn! Jetzt schneiden wir uns das Rote aus. Den werden wir auch gleich nehmen. Jetzt wird's aber wirklich lässig. Wie im Prater schaut das irgendwie aus. Wie irgendwelche Autotromfiguren. Du kannst da ein kleines Ding nehmen und probier mal anzuziehen, wie hoch das, wie stabil der Zucker ist. Zirk, 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 zirk. Du kannst ziehen, du kannst ziehen, du kannst ziehen, du kannst ziehen. So hoch kannst du gar nicht, dass der Zucker nur zusammenhängt. Wir brauchen aus dem Stück, das wären die Dreiecke, 6 gleich große Stücke Zucker, bitte. Das schneide ich dann einmal auseinander. Ja, die hebt dann an. Ich schneide jetzt eine Zuckerwurst. Ich pack's nicht. Super. Schaut gut aus, oder? Und wir gehen jetzt gleich mal rüber, weil da liegt nämlich schon Zucker, den wir ziehen können. Schau her, jetzt gehen wir noch mit denen hacken. Bitte! Ja, sind wir schon ein bisschen, das ist ja wie bisschen, das chinesische Nudeln machen. Naja, vor allem, wir sind schon ein bisschen kalt. Das heißt, da merkt man, da muss man schon richtig Kraft einsetzen, dass man den da zieht. Nur durch das Baumeziehen bringen wir Millionen kleine Luftblasen in den Zucker. Ich hau mich ab, bitte. Wunderschön, Wahnsinn. Wow. Sehr gut. Und prinzipiell geht es jetzt darum, die geometrischen Dreiecke in dreidimensional zu formen. Ja. Jetzt beginnen wir quasi den ersten Spitz oben zu formen.
genau. Okay. Und jetzt wieder den Spitz da unten, ja, weiter generieren. Ah, den Spitz weiter generieren. Genau. Ihr habt da so leichte Wellen, ja, drinnen. Boah, aber deins ist voll schön und total gerad. Okay. Ja, es wundert mich. Und was natürlich immer ist, du merkst, wir arbeiten im Team. Das heißt, Zuckerl machen ist eine extreme Teamarbeit. Das heißt, ja, das kannst du gar nicht allein machen. Vor allem, du siehst, der Zucker fängt schon zum Brechen an. Mhm. Das heißt, Panik für uns, wir haben es eilig beim Zuckerl machen. Ach so, ist natürlich klar. Also jetzt geht es echt ans Eingemachte, oder? Genau, jetzt muss alles relativ schnell gehen. Sitzt, wogelt, hat Luft, passt genau. So, schau her. Und jetzt machen wir 6.000, 7.000 kleine Zuckerl draus, aus dem Großen. Bitte, das ist ja völlig unglaublich. Ich meine, da glaubt man jetzt irgendwie, das ist irgendwie ein Schmäh oder das ist ein Dreck. Aber ich meine, ich bin dabei, ich sehe, wie das hier gemacht wird. Natürlich sind es alles Techniken. Ich meine, hier passiert ja irgendwie der Zauber. Ja, aber das ist das Gefühl, das handwerkliche Gefühl und die Erfahrung, dass die Katrin anzieht und sagt, das hat 13 mm. Wenn du magst, magst du mal. Magst nein. Du mal. Probier mal. Probier ich kann mal. Das nicht. Nein, ich probier, kann es nicht. Nein, ich kann dich nicht. Ja, um zu verstehen, wie das. Es ist eine Mischung aus Drücken und Ziehen. Also du musst quasi so drüber schleifen. Ein bisschen, ja, mehr genau. Gefühl. Genau, super. Da schlummert ein gewisses Zuckerlmacher-Talent in dir, weil es ist ein Arbeitsschritt, so der nicht leicht ist. Völlig unglaublich, bitte. Ich gehe jetzt wieder weg da, okay? Okay. Ich meine, wir hatten jetzt da gerade so eine dicke Wurst. Und ihr rollt und schirbt das da und auf einmal sieht es da lauter dünne Würstel und die dünne Variante von dem, was wir da. Ich meine. Und das werden wir jetzt erst sehen, ob wir es ja schön gemacht haben. Jetzt schauen wir uns, gehen wir uns dann die Dreiecke anschauen und das Motiv anschauen. Das ist eigentlich auch immer so der erste Blick, dass man mal reinschaut. Wahnsinn, ist das herzig. Und nämlich, wenn du die Spitzen jetzt anschaust, das ist wunderschön, das Zuckerl. Das haben wir echt. Haben wir echt gut gemacht. Es ist so völlig arg. Und jetzt haben wir da die einzelnen Stangen liegen und jetzt wird dann mit der Spachtel wird jedes einzelne Zuckerl geschnitten. Genauso nehmen wir es, würde ich sagen. Ganz großes Erlebnis, ganz, ganz großes Erlebnis, muss ich sagen. Wenn du einmal was Neues siehst. Wunderschön. Cool. Super. Können wir genauso nehmen, oder? Wahnsinn. Grapefruitöl, perfekt. Wie ein Zuckerl früher geschmeckt hat. Mit einem natürlichen Fruchtgeschmack, mit einem typischen Schmelzverhalten im Mund. An dem Zuckerl hat man eine Zeit lang was. Das gibt es ja nicht mehr. Das ist ja alles nur mehr weich und alles süß weich, und künstlich. Genau. Und bei uns, wir machen genau das Gegenteil. Fantastisch. Handgemachte Zuckerln aus Wien. Arg. Großartig.